Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Heute mal in einer etwas anderen Atmosphäre. Heute nehme ich euch nämlich mit auf die Insel Norderney. Heute geht es um das Thema Ferienimmobilien. Wir werden heute mal zusammen eine Ferienwohnung vorbereiten. Heute ist so der erste Schritt zum Thema automatische Schlüsselübergabe. Ich werde heute so die ersten Installationen in der Wohnung machen, auch gleichzeitig noch die Fotos, damit wir das Listing erstellen können und letztendlich mit der Ferienvermietung auch in den nächsten paar Tagen beginnen können. Ich bin jetzt aktuell hier am Fähranleger von Norderney, also gleich geht's aufs Schiff. So, mittlerweile bin ich in der Wohnung angekommen und das Wetter draußen ist heute wirklich nicht das Beste. Aber das macht der Arbeit natürlich jetzt keinen Abbruch. Wir haben heute hier einiges zu tun. Zwei Punkte, die heute passieren. Wir sind jetzt in einer Ferienwohnung von einem Kunden von uns und werden heute schon mal die automatische Schlüsselübergabe vorbereiten. Das heißt, ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Der eine oder andere kennt die Sachen schon. Wir kümmern uns jetzt heute darum, dass die Gäste quasi mit ihrem Smartphone oder auch nur mit einem PIN letztendlich das Haus und die Wohnung betreten können. Das wird heute alles installiert. Weiterhin werden noch Fotos gemacht von der Wohnung. Dafür habe ich einiges mitgebracht. Ich habe quasi die Sachen, die für heute erstmal erforderlich sind, hier dabei. Das ist schon ein kleiner Umzug. Und wir haben ja im letzten Jahr 7 Ferienwohnungen fertig gemacht und auch in diesem Jahr geht es weiter. Mittlerweile betreue ich halt einige Kunden hier auf der Insel und da geht es letztendlich darum, eine höhere Auslastung in die Ferienwohnung zu kriegen, ansprechende Fotos, die natürlich eine Grundlage sind dafür, dass Leute überhaupt die Wohnung buchen und dann natürlich eine gute Vermarktung herzustellen, so dass der Kunde hier natürlich auch zufrieden ist. Ja, das, was heute passiert. Das waren ja auch immer wieder Fragen so aus der Community, wie läuft das eigentlich mit der Einrichtung von dem Türschloss, und das gucken wir uns heute noch mal ein bisschen genauer an und dann nehme ich euch noch mit auf den Fototermin letztendlich und dann könnt ihr am Ende auch schon die fertigen Bilder sehen. So, wir starten jetzt als allererstes mit dem Türöffnungssystem, nämlich mit der Haustür. Und dafür wird quasi dieses kleine schwarze Kästchen benötigt. Das ist der Nuki Opener, den werden wir gleich hier quasi oben drüber installieren. Und mit dem beigelieferten Kabel werden wir das ganze Thema verbinden. Und einrichten werden wir später natürlich mit dem Handy. Aber ich sag mal letztendlich, was hier erstmal wichtig ist, ihr braucht eine stabile Internetverbindung und die messe ich jetzt einmal hier aus, an dem Punkt, wo ich auch stehe, weil von hier aus natürlich das WLAN auch benötigt wird. Und ich habe jetzt hier 26 Mbit. Das wird sich später noch ein bisschen zeigen, wie redundant das ganze Thema ist, aber das sollte alles ausreichen. Und wir starten jetzt erstmal mit der Installation und mit dem Einbau von dem Gerät. Bis gleich. Thank you.
So, das hat jetzt schon mal geklappt. Das war natürlich mit der Installation jetzt nicht ganz so einfach. Irgendwie stehe ich auch mit dem Hersteller hier ein bisschen auf Kriegsfuß, aber mittlerweile hat alles funktioniert und läuft. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Schloss und da habe ich mich jetzt hier für die Platte zum Aufkleben entschieden. Und eine Sache muss natürlich auch berücksichtigt werden, nämlich am Schloss selber muss die Platte und der Profilzylinder natürlich auch hundertprozentig passen, dass der halt hier nicht raussteht. Und ja, eine ganz, ganz andere wichtige Sache ist, ihr müsst darauf achten, dass die, dass das Schloss gleichschließend ist. Das heißt, wenn man jetzt hier einen zweiten Schlüssel reinsteckt, dass ihr quasi mit beiden Schlüsseln auf- und abschließen könnt. Ja, das werden wir jetzt auch installieren und dann auch wieder einrichten, sodass das gleich läuft.